Fast 13 Millionen Deutsche sind armutsgefährdet. Armutsgefahr in Deutschland höher als in Tschechien. Wiesbaden. Die Gefahr, in Armut abzurutschen, ist in Deutschland höher als in den meisten Nachbarländern. Hierzulande sind 15,6% oder fast 13 Millionen Menschen armutsgefährdet, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Zum Vergleich: In Tschechien sind nur 9% der Bürger von Armut bedroht. Auch in den benachbarten Niederlanden waren es knapp 10%, in Österreich rund 12%. Die Armut ist in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Seit 2005 stieg die Zahl der armutsgefährdeten Deutschen um 2,6 Millionen an. Während 2007 noch 15% als armutsgefährdet galten, stieg der Wert 2008 auf 15,5% und nun abermals auf 15,6%. Nach Daten der Europäischen Statistikbehörde Eurostat sind bei den deutschen Arbeitslosen sogar 70% armutsgefährdet. Im EU-Durchschnitt waren es dagegen lediglich 45%. Ein Grund für den Armutsanstieg: In Deutschland werden neue Arbeitsverträge meist nur noch befristet abgeschlossen und sehr geringe Löhne gezahlt. Dies ist eine Folge der sogenannten arbeitsmarktpolitischen Entscheidung der einstigen SPD-Grünen-Regierung. Diese rot-grünen Beschlüsse haben den Niedriglohnbereich massiv ausgeweitet. Dadurch wurden in den letzten Jahren viele gut bezahlte Vollzeitstellen durch schlecht bezahlte Minijobs ersetzt.